Einen wunderschönen guten Abend und recht herzlich willkommen zur Oriental Night. Heute wird es musikalisch. Wir haben versucht vorhin das Ganze zu differenzieren. Eigentlich sagt man auf Deutsch ja gerne anatolisch, klassische, traditionelle, nee, nicht klassisch, traditionelle Musik. Ist es aber nicht. Eigentlich das, was wir heute präsentieren, heißt Özgün Musik. Würde auf Englisch heißen Traditional Folks Pop Music. Herzlich willkommen, Mel Kuni. Schön, dass ihr da seid. Habe ich das richtig gesagt? Mel Kuni? Ja, Mel Kuni schon, aber der Rest war nicht. Der Rest war eher das Problem. Die Beschreibung der Musik jetzt. Ja. Ja, denke ich, passt doch, oder? Kann ich zustimmen. Ja, auf der CD, wenn wir das gleich ein bisschen spielen, dann klingt das noch ein bisschen traditioneller vielleicht, aber auf der CD genau. Würde ich da zustimmen. Deshalb seid ihr hier, nämlich es geht um diese fantastische CD. Die erste CD von Mel Kuni in diesem Falle. Ja, Mel Kuni aka The Engin Chunard. Ich liebe das hier, diese Spielereien. Ich kenne Engin schon seit ein paar Jährchen, wenn man das sagen will. Wir sind auch Freunde. Jetzt sagt der eine oder andere, ja, nur weil er sein Freund ist, hat er ihn eingeladen. Nee, hat er nicht. Engin wartet seit 5 Jahren darauf, dass ich einlade. Bei Freunden bin ich härter. Schön, dass du da bist, auch Engin. Auch dir ein herzlich willkommen. Hat etwas länger gedauert, ne? Weil wir uns ja so lange kennen. Ich weiß, so Album, eigene Songs, eigene Sachen wolltest du schon seit, keine Ahnung, wie lange machen? Also mit 16 habe ich hier angefangen, aber im Jahr 2000 habe ich mich selbstständig gemacht und 9 Jahre oder 10 Jahre habe ich pausiert. Mhm. Da habe ich wirklich kaum die Zeit gehabt oder Möglichkeit gehabt, mit Saz oder mit Musik mich zu beschäftigen. Und nachdem das vorbei war, habe ich dann wieder angefangen. Ja, und dann haben wir jetzt so weit gebracht, also 2 Jahre habe ich dann, also mit dem ganzen Textschreiben, mhm. Musik, Arrangement und die ganzen Phase habe ich 2 Jahre gebraucht. 2 Jahre, wie seid ihr denn eigentlich zueinander gekommen? Also ihr seid immer für mich so ein Musterbeispiel. Wenn ich solche Bands und solche Gruppen sehe, sage ich, hey, Integration hat bei euch auf jeden Fall funktioniert. Ja, weil es ist ja meistens so traditionell oder auch diese Özgün-Musik, halt diese populare traditionelle Musik ist ja meistens so, dass da schon nur türkeistämmige Musiker dahinter sind, auch vorne. Wie seid ihr eigentlich zu der Musik gekommen? Und zwar, Otto ist mein Nachbar. Ja, dann klappt auch mit dem Nachbarn. Genau, war so, auch so damals mein Kunde. Und dann, genau, ich habe Gitarrenkurses hab ich bei Otto auch teilgenommen. Genau. Okay. So, und dann inzwischen, also im Privat, wo ich die ganze Lieder fertig geschrieben habe und arrangiert habe, kam die Frage, was machst du jetzt damit? Ne? Also ich habe guten Feedback hab ich bekommen von meiner Frau, von Familie, so, ne? Und dann habe ich mich natürlich an Otto angewendet, weil wir haben auch einen sehr guten so menschlichen Bezug zueinander gehabt, genau. Und dann Otto hat mich dann Markus geführt, ne? Und damit haben wir Markus kennengelernt. Ja. Und bei meiner Schwester, sie wohnt in Mannheim, und da habe ich Ali Haidar kennengelernt, der den Saz gespielt hat auf meinem Album. Also alles von Nachbarschaft, so Stück und Stück hat sich so zusammen. Ist das das erste Mal, dass ihr mit so einer Musik Berührung habt, oder hattet ihr schon Erfahrung damit? Also ich habe da schon länger Erfahrung mit. Also für mich war das neu, so vor 10, 12 Jahren. Da habe ich mit einem türkischen Produzenten zusammengearbeitet, CD gemacht, und dadurch hat sich eine längere Zusammenarbeit ergeben. Und dann waren wir viel in der Türkei gespielt, und dann habe ich diese Musik, türkische Musik, erstmal so richtig kennengelernt mit Saz und wie wichtig das, was für ein Stellenwert die hat in der türkischen Musik. Da waren wir viel in der Türkei gespielt oder auch in ganz Europa diese Musik gespielt. Und das war immer ganz spannend. Und ja, mit Otto, den kenne ich eigentlich auch schon musikalisch, so aus jungen Jahren. Und jetzt seit einigen Jahren musikalisch, und jetzt seit einigen Jahren. Ich habe ein Studio in Altona, und da arbeitet Otto auch mit seiner Band oder mit verschiedenen Projekten. Und so sind wir, haben wir wieder auch Kontakt gekriegt vor ein paar Jahren. Und dann kam er irgendwann auf mich zu und fragte, ah, ich habe ja einen netten Musiker kennengelernt, das türkisch. Und, ach, der nette Musiker. Das ist eine interessante Geschichte, hast nicht Lust damit zu arbeiten. Und dann haben wir das eben bei mir Step by Step erarbeitet, die Sachen. Die Vorproduktion war schon ein bisschen da von Engin, oder war natürlich da. Und Otto hat dann harmonische Geschichten gemacht. Und
Ich habe mich dann ein bisschen um die Drums gekümmert und Aufnahmegeschichten und dann ging es Step by Step. So. Ja, das war so die Entwicklung an sich so von meiner Seite. Otto? Ich hatte noch nicht vorher so richtig große Berührung zur türkischen Musik speziell. Vielleicht durch ein paar Jugendliche, die ich betreut habe, jugendliche Schüler, die haben mir vielleicht so ein bisschen mal was vorgespielt. Wenn du und sagst, betreut heißt, ja, also als Lehrer, bei dir Gitarrenunterricht als Gitarrenlehrer, ich habe auch eine Zeit lang mal für die in einem Jugendtreff gearbeitet und habe Jugendarbeit gemacht mit vielen Migrantenkindern. Da waren halt auch viele türkische Jungs. Mhm. Und habe also vorher nur einmal kurz mit einem Ägypter nordafrikanische Musik gemacht. Also das war das Nächste dran. Ja? Man muss vielleicht hinzufügen in diesem Falle, dass ihr beiden ja nicht nur für die Live-Performance zuständig seid, sondern ihr habt ja auch aktiv an dem Album beide auch mitgearbeitet, ne? Muss man sagen. Auch die Instrumente, also die Instrumente auch wirklich übernommen. Das heißt, du hast Gitarre gespielt und du hast die Percussion übernommen? Ja, Schlagzeug, ne? Hauptsache Schlagzeug und Percussion ist dann nicht so viel. Heute werden wir das ein bisschen perkussiver gestalten, weil die Aufwand sonst ich groß liebe ist. Dieses Instrument, ja, aber die ich vergesse immer den Namen. Das ist die Cajon. Ja, Cajon, genau. Nicht zu verwechseln mit der Cojones. Ja, ist auch kann man so oder so. Ja, so haben wir mehrere Parts, jeder von uns in der Produktion so übernommen. Er war natürlich der Chef, hat gesagt, so nicht und so machen wir das dann doch. Und, ist er ein guter Chef? Der Beste. Oh, super, danke. Ist ein schwieriger, komplizierter Chef? Ach, das geht schon immer. Nee, das war eine gute Zusammenarbeit, sonst hätten wir das auch nicht über so eine lange Zeit machen können. Und da waren wir auch ganz froh. Und ich habe echt Respekt, er hat da so lange dran gearbeitet und ist immer dran und macht da so viel rein. Und jetzt Step by Step, jetzt sieht er jeder, das Video wird dir, glaube ich, auch noch gezeigt, ganz klasse. Und das finde ich ganz klasse, dass jemand so dran ist, dabei ist und macht und auch nicht so Berührungsängste hat, weil das auch von der Produktion ja auch, wie du schon sagst, so ein bisschen westlicher Pop-Sachen da sind. Und da hat irgendwann auch gefallen. Vielleicht war er ab und zu mal überrascht, ne, mit Schlagzeug und der Bass auch Sachen gespielt, die vielleicht nicht so üblich sind. Türkischen Sachen. Da hatten wir zum Glück auch noch tolle Gäste, Bassist Martin, der auch viel mit türkischer Musik schon gespielt hat, auch über Jahre und sich auch in diesen Rhythmen auskennt und solchen. Das können wir gleich noch mal ein bisschen vertiefen, aber ich würde gerne deinen ersten Clip präsentieren. Ja, es ist bei Oriental Night heute Abend auf jeden Fall eine Premiere von seinem, auch seinem Premierenalbum. Düzen Tutmayan Bir Sazım. Vom ersten Album hören wir Dert Üstüne Dert Ekleme. Heißt übersetzt, Engin? Wenn Otto mich fragt, dann sage ich, pack nicht oben drauf. Also, mehr Probleme. Genau. Wenn ich das gewusst hätte. So sieht's aus. Der erste Clip von Melkuni von Engin, Dert Üstüne Dert Ekleme, heißt sinngemäß übersetzt, du musst nicht zu deinem Problem dir noch mehr Probleme schaffen. Ungefähr, ne? Ungefähr. Siehst du? Ja, man kann es nicht Wort für Wort erklären, dann heißt das, nicht mehr drauflegen. Das wäre wortwörtlich irgendwie komische Übersetzung. Ja, das ist das Album von Melkuni, ja, Düzen Tutmayan Bir Sazım. Und wir haben eben gerade den Clip dazu gesehen von seiner Single. Und das war ja jetzt sehr witzig, weil zwei Sachen sind mir aufgefallen. Erstens, Hamburgerinnen und Hamburger, die viel unterwegs sind in Altona, kennen den Robotermenschen. Ich kenne den, ist es der gewesen? Richtig, genau, ja. Das war der, ne? Ja. Der steht nämlich mal am Spritzenplatz. Wir haben ihn auf der Altonale angesprochen. Okay. Und dann, ich wollte einfach Telefonnummer und er hat immer mit komischen Scherzen mit uns gemacht. So habe ich dann gemerkt, dass er kein Deutsch kann, hat er seine Telefonnummer aufgeschrieben und dann... Richtig geschrieben oder Hieroglyphen? Nee, richtig geschrieben, genau. Und dann habe ich dann über seine Verwandte, habe ich dann ihn gefragt, ob er dann Interesse an unserer Videoclip hat, ne, so. Und wir haben uns sehr gefreut, ihn kennenzulernen. Er ist ganz lustig und war toll. Also Entertainment pur. Wie heißt er nochmal? Fernandes. Fernandes. Lieben Gruß, Fernandes. Ja, ich hoffe, er schaut uns zu. Er winkt bestimmt jetzt so. Er lebt in Spanien. Ehrlich? Ja. Aber wie er lebt in Spanien? Ich sehe ihn jeden Tag auf dem Spritzenplatz. Ich glaube, er kommt immer mit drei Monate wetterbedingt. Wenn es regnet, dann fliegt er. Ist auch schlauer. Dann ist mir noch eine Sache aufgefallen. Und zwar die nette, sympathische, weibliche Stimme. Meine Frau. Das ist mal wieder typisch türkisch, weißt du? Familienbetrieb. Familienbetrieb. In jeder Land. Musikalisch, gastronomisch. Machen wir das? Ach, ich habe noch einen Cousin, eine Cousine hat eh nichts zu tun, komm, nehmen wir. Nein, aber deine Frau, die singt ja wirklich schon lange, muss man sagen. Also nicht wahrscheinlich nur für das Album. Ja, sie hat mich auch
entdeckt, würde ich mal sagen, und Musik. Und dann hat sie auch sehr viele Feedback und mich motiviert. Also ich habe vieles an ihr zu bedanken auf jeden Fall. Ja. Also, ne, und sogar bei dem Lied hat sie dann auch mitgesungen, ne, weil wir haben, wir waren nach der Suche als Vokalist. Mhm. Und dann, sie hatte immer zu mir gesagt, Engin, wenn alle Strecke reißen, ich bin für dich da. Ich liebe dich. Ja, die Strecke sind gerissen und ja, sie war da. Also genau, war ja wohl alles richtig gemacht. Ja. Wer aus deiner Verwandtschaft ist noch mit auf dem Album? Keiner. Also nur die Frau. Also Unterstützung hat meine Schwester natürlich, mein Bruder, mhm, ne, auf jeden Fall. Aber so aktiv mitgewirkt, meine Frau. Alles klar. Genau. Dann hören wir uns jetzt endlich etwas, worauf wir uns immer an so einer, ja, bei so einer, oder ja, schon bei so einer Sendung uns am meisten darauf freuen, ist immer, wenn Bands und Gruppen und Musiker live performen. Denn wir werden jetzt nämlich den ersten Live-Song am Abend hören. Und der, welchen Song spielen wir? Was spielst du? Düzen tut mir ein bir sazım. Ich bin ein verstimmter Saz oder mhm, ein Saz, den man nicht stimmen kann. Mhm. So übersetzt ungefähr. Also ich würde sagen, philosophisch übersetzt würde das bedeuten für mich, ich bin jemand, den man nicht verbiegen kann. Oder? Habe ich richtig übersetzt, ne? Ja. Boah, in mir ist ein Philosoph verloren gegangen, glaube ich. So, Melkuni, meine Damen und Herren, live bei Oriental Night. Viel Spaß. Düzen tutmayan bir sazım, bugünümü dünden yazdım. Düzen tutmayan bir sazım, bugünümü dünden yazdım. Ne bir eksik ne bir fazla, şu ömrümü hiçe saydım. Ne bir eksik ne bir fazla, şu ömrümü hiçe saydım. Zamanı ışıktan aldım, evvel ezelden çaldım. Zamanı ışıktan aldım, evvel ezelden çaldım. Ne bir eksik ne bir fazla, şu alemi bire saydım. Ne bir eksik ne bir fazla, şu alemi
bire saydım. Umudumdan çok bir gönlüm var yok. Şu zamansız ömrüm feryadımdan tok. Umudumdan çok bir gönlüm var yok. Şu zamansız ömrüm feryadımdan. Melkuni yoktan biri var, Hamidi kerpiçten darı. Melkuni yoktan biri var, Hamidi kerpiçten darı. Ne bir eksik ne bir fazla, şu dünyada hak kararım. Ne bir eksik ne bir fazla, şu dünyada hak kararım.